Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ranch Sim. So, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ja, Tag 8. Müllhaus haben wir hier. Ja. Die leben noch. Ach so, ja, wir müssen hier weiter Bretter machen. Anmalen. Bretter machen. Ihr seht ja, wir hatten das letzte Mal ja alles angezeichnet, wie wir das ungefähr haben wollen. Jetzt machen wir erstmal hier Bretter. Genug. Dann bauen wir den Fußboden überall hier lang. Und das wird dann mit Wänden komplettiert. Ich hoffe, das wird ganz gut werden. Ich hoffe jedenfalls, dass es was aussieht. Ja, und ich hoffe natürlich, dass hier kein Bär hier auftaucht, ne? Dann haben wir aber wirklich mit Zitronen gehandelt. Ach, das hat ja hier auch geregnet, ne? Stimmt ja, gibt's ja auch Regen. Ob die diesmal Winter eingebaut haben auch? Naja, muss ja mit alles regnen. Ja, das Ding, die Säge geht wirklich schnell, aber die andere ist mir zu teuer jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man die alte verkaufen kann. Ja,
Benzin müssen wir gleich wieder nachfüllen. Noch läuft es. Ja, da machen wir keinen Bohnen aus. So, ich meine, kein Fertig aus. Machen wir das diesmal anders. Also bis jetzt hat es in den 8 Tagen nicht ein einziges Mal geregnet. Dann kriegen wir noch die nächsten drei Baumstämme. Gut, tun wir erstmal ein paar Bretter hin. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sechs Planken für einen Boden. Natürlich viel, oder? Vier, fünf, sechs. Acht.
Oh, da geht ja jede Menge drauf da. Kann ich mir schon mal jetzt ausrechnen. Aber schon mal angefangen, ne? Ich bin ja blöd, oder? Wenn man das durchkickt, Nebel, über den Acker ist Nebel, die Ackerflächen. Mal sehen, was ich für Holz gebraucht habe einmal. Stellen wir das mal jetzt. Na komm.
Boah, da müssen wir hier alles kahl hauen. Aber dann sieht das ja nichts mehr aus. Das ist ja das Problem. Und guck mal, was ich da schon Holz drin gekloppt habe. Wir haben gleich Tag 10. Hier gleich Finster. Ja, ich muss schlafen gehen. Tag 9. Tag 9 und noch kein Regen. So, jetzt legen wir erstmal die Stämme hier weg. Müssen wir echt von woanders noch die holen, nur?
Schon wieder gleich Benzin, also hier. Junge, Junge. Ja, bis das hier so steht. Junge, ja. Wird etwas wahr. Wir machen erstmal den Holzboden.
4 nur. Die letzten Brötchen. Tja, den ersten Screenshot haben wir gemacht. Wir werden mal jetzt warte mal, wo war das? Ne, hier nicht. Wen ist da? Auch nicht. Guck mal, genau. Überall Fenster, wa? So. Warte mal. Moment. Da auch. Das hatten wir beim ersten Mal nicht. Man ungefähr mal sieht, wie das werden soll. Moment. Bis dahin. Hier noch, ne? Ja. Wo wir so eine Wende haben, da braucht man nämlich keinen Zaun denn. So. Warte mal. Machen wir einfach mal so jetzt, ist egal. Oder? Drehen.
hier wird was falsch gemacht. Da eine Tür rein. Da eine Tür rein, so. Das ist falsch gewesen da. Das muss weg wieder. Das können wir so lassen. Da kommt eine Tür rein. Soll man da reinkommen? So, hier können wir auch. Tür reinmachen da, wenn wir von außen reinkommen. Hier auch. Reichen die? Kann man ja hinterher alles wieder abreißen. Hauptsache man sieht erstmal so ein bisschen was. Kommt natürlich auch noch Türen rein, aber das werden wir gleich machen. Man ungefähr so sieht, wie das vielleicht werden sollte. So. Das wird der Haupteingang zum Wohnhaus. Ist das jetzt gleich groß geworden hier? Nee, ne? Da. Da müssen wir mal da nochmal am Boden hinsetzen. Ab da mal quer rüber machen. So. Kann das hier weg? Zweie, warte mal. Ist das auch da Zweie? Ja. Dann machen wir das hier. Da so.
So. Tür. Da drüben noch eine Tür rein. Wie ich das ungefähr vorstellen kann, wie das eventuell sein wird. Ja, das kriegen wir hinterher, das kommt schon zum Schluss. Und innen müssen wir ja auch noch ein paar Wände stellen, dann werden wir aber dann hinterher mitkriegen. Noch. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Da kommen auch noch ein paar Türen rein da. Jetzt bin ich noch nicht sicher, wie ich das mache. Ja. Wie sollte ich das weitermachen? Warte mal, wenn man das jetzt mal... Kann man das... Doch ungefähr kann man das sehen, wa? Na, nochmal das Screenshot. Also wohlgemerkt, das kommt hier wieder weg. Das ist nur so, dass wir eine gerade Linie kriegen. Und da auch, weil da kommt dann Zaun lang. Oder wir machen wirklich nur Bretterwände da lang. Ja. Aber das müssen wir erstmal alles sehen. Hier kommt garantiert noch was raus, um eine Tür jeweils reinzumachen. So. Und da können wir immer noch in die Höhe gehen. Ein, zwei Stockwerke noch drauf machen. Also so viel dazu, ne? Also allerhand. So, jetzt gucken wir mal eben hier drauf. Sag mal, haben die schon wieder aufgefressen alles? Ey, die schlachtig. Boah, sind die schon fett geworden hier. Umso fetter die sind, umso mehr fressen die. Boah, ich habe nur noch zwei. Die wirft bald. Leute, ich muss unbedingt. Ja. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Was mache ich denn nur? Nur einkaufen gehen dann wieder. Noch nicht so weit. Tja. Das wird schon kompliziert. Die Folge ist auch gleich wieder zu Ende.
In der nächsten Folge müssen wir unbedingt Futter holen. Oder wir stellen uns ein Silo dahin. Dass wir von da aus, wo stellen wir das Silo hin, ne? Stellen wir das mitten drauf? Ja, das könnte man ja mal an. Das machen wir noch, bevor die Folge zu Ende ist. Die fressen so viel, Mensch. Ich könnte die auch schlachten, aber die eine ist schwanger schon. Die ferkelt bald. Also ich brauche auf jeden Fall Futter. Mal da auf die Karre kann ich nur sechs Dinger raufladen. Also muss ich den Anhänger wieder anbammeln. So, jetzt kann er schlafen gehen. Tag 10. Ja. Ich muss sagen. Ja, machen wir mal ganz schnell. Ich tue das mal, wenn wir hier das richtig in der Mitte platzieren. Ungefähr hier. Bauen. Wo ist das Silo? Da. Warte mal. Wie war denn das noch? Platzieren, drehen. Da muss doch irgendwie, wie war denn das jetzt mit dem Sichtbarkeit, ja, genau. So, jetzt. Also hier. Bis da. Also reicht nicht ganz bis da. Wie weit geht er dir? Ach, bis ins Haus rein. Nee, das brauchen wir ja nicht. Das wird ja sowieso gut. Können wir damit noch weiter zurück? Können wir bis. Gehen wir mal bis hier. Sind wir hier in der Mitte? Ja, ne? Jetzt sind wir bis rein. Da können wir dann okay.
Würde reichen. Würde vollkommen reichen. So. Dann kommt hier gleich das Wasserding hin. Den tun wir mal ganz ran. Sichtbarkeit. Reicht das hoch dahin? Ja. Nicht ganz. Also Wasser kriegen die nicht voll. Muss ich doch. Also wo machen wir den hin? Wie weit reicht der? Ich kann ja ruhig noch mal dahinter setzen. Das will ich natürlich jetzt haben. Dann setze ich das Ding hierher. Sag mal hier auf den hier. Das geht nicht. Scheiße. Machen wir anders. Das kriegen wir schon hin. Und jetzt lassen wir das ja dahin. Okay. So, Sichtbarkeit. Dann würden die da Wasser kriegen. Kühe und Ziegen. Mehr haben wir ja sowieso nicht, ne? Schweine. Das muss erstmal so gehen. Das ist klar. Okay. Lassen wir das mal so. Dann speichern wir das mal ab. So, noch ein Screenshot. Ja, gut. Das gefällt mir schon ganz gut. Wir machen dann Kühe und Schweine. Ob ich nochmal mit Ziegen was mache, ich weiß es nicht. Das muss ich erstmal sehen. Das kann man immer später noch machen. Mal sehen, diese Garage und so was haben wir ja auch alle noch nicht. Das können wir alles mal hier bauen dann und so. Ja, alles klar. Das wär's gewesen erstmal.
Dann sage ich Dankeschön für euer Interesse wieder. Und ihr wisst ja, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und wer es noch nicht getan hat, kann gerne ein Abo dalassen, dass wir ja noch die 100 dieses Jahr vollkriegen da. Kostet nichts. Und ich würde mich dumm und dämlich freuen. Alles klar. Schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Hans Dampf hier von der Panorosa. Winke, winke, bye bye. Arbeitszimmer. Gute Nachfrage.